Die zweite Stunde am Nordmeer bricht an und nach der ersten Stunde Nordmeer habe ich mir gedacht, ja verdorr ich nochmal. Jetzt hast du wieder eine Stunde draußen auf dem Acker verbracht und kohlemäßig war das so lala. Also deswegen zweiter Einsatz jetzt hier gerade nochmal am Nordmeer und fast eine Stunde wieder rum. Einfach hier mal wieder vom Land aus probiert und ich habe eigentlich speziell etwas gesucht und zwar die ollen Aalmuddern. Jetzt bin ich gerade gespannt, was hier reingeschossen ist. Irgendwer macht hier gerade Stress. Ich wollte nämlich gerade noch mal schnell am Café gucken, was denn so drinne ist und was denn so kohlemäßig jetzt dabei rumgekommen ist nach dieser knappen Stunde hier am Land. Also hat es sich gelohnt bisher. Und jetzt ist hier irgendwas drauf, was ziemlich agil ist und doch auf einmal immer wieder abzieht. Ich habe die Bremse schon auf Max. Ich will auch gerade nicht zumachen. Ganz eigenartiges Verhalten gerade. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also das ist wirklich ein ganz eigenartiges Verhalten. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie ausschlitzt oder so. Ich will einfach nur wissen, was es ist, weil sich das so komisch verhält. Vielleicht ist es ein Aal? Könnte. Vielleicht ist es ein Konga, der so abzieht. Guck mal, jetzt ist wieder Pause. Jetzt passiert irgendwie nichts. Jetzt kann man den auch einfach reinkurbeln wieder. Und dann auf einmal gibt er wieder Gas. Ganz, ganz, ganz wildes Ding. Ja, wie gesagt, also eine Stunde gerade draußen gewesen. Schön auf dem 120er. Jetzt natürlich nicht so die Stelle für die ultimativ hohe Frequenz, aber eben auch eine Stelle, wo man am 120er hier am südlichen, wo man da eigentlich einen, ja, ich sag mal, konstant immer wieder ganz gut Cash macht. Es ist ein kleiner Hai. Ja, lol, ey. Es ist ein kleiner Hai. Das ist ja ein Dingen. Nein. Ich dachte schon, was geht denn hier ab? Was eskaliert der denn hier? Das ist ja ein Dingen. Ja gut, das boostet jetzt natürlich ungemein nochmal eben den Stundensatz hier an Land. Aber das ist ja auch nicht normal. Guck mal, wie der abgeht. Guck, 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 guck. Wie abgeht, Alter. Auf den letzten Metern hier unten nochmal schön ein bisschen eskalieren. Der hat auch gar keinen Bock da drauf, ey. Der will auch gar nicht. So, komm ran hier. Das ist aber auch selten. Aber zweite Mal, dass ich hier einen Hai fange. Der erste war da hinten an dem Holzanleger. Da ist mir schon mal einer reingegangen. Der war aber größer wie der jetzt hier. Der hat auch ziemlich lange gebraucht vom Drill. Und der hier, ich weiß nicht, wie groß der ist. Ein Zehner? 10 Kilo? 15? Ich bin gespannt. Der sah jetzt gerade relativ klein aus, ne? Aber er gibt halt Gas. Guck mal, wie er hin und her shaked. Zack, zack, links, rechts. Die Kopfschläge. Das ist das, was man merkt bei den Kopfschlägen, wenn man die großen Brocken dran hat. Hin, her, hin, her, hin, her. Cool. Schönes Ding. Ich mache jetzt aber noch nicht zu, die Bremse. Ich hole jetzt gleich mal ran hier, komm. So, jetzt mal ein bisschen pumpen noch. So. Ganz eigenartiges Schnurverhalten auch hier. Bei dem gesamten Tackle kriege ich den jetzt hier so hoch überhaupt? Komme ich da so dran? Guck mal, vom Land aus haben wir hier den schönen langen Kescher. Da ist er. Oho! 24 Kilo Heringshai. Na, schau mal, na, guck. 102.000 XP, fast 25 Kilo Heringshai, schmeckt richtig, richtig nice. Aber da war ich ja eigentlich nicht drauf aus. Das ist ja auch wirklich selten. Nicht nur ein seltener Fisch, sondern auch sehr, sehr selten, dass der überhaupt hier reingeht. Nee, ich stehe hier die ganze Zeit wieder, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, einfach nur an dem Steinanleger und bin hier mit Tempo 50 auf Shift unterwegs. Jetzt mittlerweile müsste die Stunde rum sein und ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal kurz in den Kescher rein, wie sich das Ganze denn jetzt hier gerade bezahlt gemacht hat. Also einfach auswerfen, Tempo 50, immer hier auf Jig-Führung, ganz auf entspannt eine Drehung machen und dann eben gucken, was hier reingeht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um meinen Zielfisch zu finden. Denn es war gar nicht so einfach, jetzt gerade wieder die richtigen Köder rauszukriegen. Ich habe ein bisschen rumprobiert mit verschiedensten Gummifischen. Und im Moment ist es so, dass sich Rot gerade in der Nacht richtig gut gemacht hat.
Aber wir gehen das gleich nochmal im Detail ein bisschen durch. Na, ich glaube, ich habe auch nicht ganz weit genug ausgeworfen. Gucken wir mal, ob hier vorne noch was geht. 15 Meter, 10 Meter. Manchmal auf den letzten Metern geht hier tatsächlich noch was rein. Aber ne, hier jetzt nicht. Gut, nach dem High war das natürlich auch schon der Hammer. So, mal eben kurz einpacken das Tackle hier. Zack. Und jetzt gucken wir gerade mal eben rein. Gibt es Kaffeeaufträge? Da ist es. Es gibt Kaffeeaufträge. Zweimal für 180 Gramm. Und zwar bin ich auf Aalmutter ausgewiesen. Und jetzt gucken wir hier mal eben kurz rein. Hier sieht man schon, es hat ein bisschen gebraucht, bis dann auf einmal deutlich mehr Aalmuttern reingegangen sind. Aber wir vergleichen jetzt einfach mal hier die erste Stunde auf Meer. Das war der erste Einsatz. Also, ja, kann man machen. War jetzt nicht so der Burner. War okay. Aber Bootsticket und das Ergebnis, heißt also, das 100 Silber Bootsticket ist ja weg, sind ungefähr noch 200 Silber übrig. Oder 250. So, und jetzt gucken wir mal hier eben. Den lassen wir mal eben weg, den Hai. Der ist ja auch ein bisschen too much. Und dann gehen wir bis hier hin. Ist quasi das Gleiche, ne? 360 zu 330. 360 zu 330. Und was haben wir hier noch? Bootsticket eine Stunde kostet, ja, 100. Also 99. Die 100 müssen wir natürlich abziehen. Also, wir haben dann in Gänze 360 zu 230. Das ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Plus jetzt eben hier nochmal die beiden Lüttesten, die beiden Kleinsten kommen weg. Das heißt, dann haben wir hier 80 Silber nochmal drauf. War hier noch was mit der Makrele, hatte ich doch gerade gesehen. Aber vier Stück. Okay. Das kriegen wir nicht hin. Aber wir haben dann mit den ganzen hier plus 80 obendrauf. Also sind wir hier bei 400 Silber. 400 Silber plus Heringshai. Schmeckt richtig. Von 200, also 600 Silber durchs Landangeln zu 300 minus 99. Also sind wir hier bei 230 Silber mit dem Boot. Tja, bisschen schade. Humpelt natürlich auch ein bisschen der Vergleich. Kann man nicht ganz vergleichen. Warum kann man das nicht ganz vergleichen? Weil hier natürlich die Angelmethode auch eine ganz andere war. Also hier war natürlich das Angeln eher auf die seltenen und ein bisschen besonderen Fische, auf die größeren Fische mit größerem Setup. Also auf 120 Meter Tiefe. Hier habe ich ausgeworfen, ungefähr 30 Meter tief. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier natürlich eine durchaus richtig schmackhafte Methode. Und jetzt sortieren wir mal eben nach dem Preis. Einfach mal richtig schön dicke Brocken abzusahen. Also, wir haben jetzt das und so weiter. Das hier, nee, der nicht. Und so weiter. Das hier ist alles Landangeln. Jetzt haben wir hier natürlich, ne, auch hier bei den, ne, das sind hier die erste Stunde alles. Das sind hier die selteneren, die auch ein bisschen Cash bringen. Wenige Fische, aber Cash. Und das hier sind die vielen Fische. Und es geht hier unten ja dann noch weiter. Die dann aber trotz allem auch ganz gut Cash bringen. Ne? Von 60, hier 30, 40, ja, sagen wir mal knapp 40, 25, 20 Silber. Also hier macht es einfach auch die Masse. Und dafür, dass man eben nicht diese 100 Silber Bootsticket noch hat, kann man hier ganz entspannt eben am Land noch stehen. Und wenn sowas natürlich zusätzlich noch reinkommt, schmeckt es natürlich auch umso mehr. Also durchaus eben die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe einfach mal am Land und teste, was da geht. Jetzt machen wir mal eben nach Fangzeit sortieren und ich hau mal eben das hier unten alles weg. Also erster Kescher vom 120er, 230 Silber. Also der Einsatz war die ganze Zeit hier unten in der Area. Und jetzt gerade eben einfach hier vorne die letzte Stunde. 33 Fische mit viel Rumtesterei natürlich auch noch mit dabei, um erstmal jetzt den Zielfisch rauszukriegen. So,
Mal eben hier das Ganze beruhigen. Ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert, wie gesagt, mit den Farben. Gelb drauf gehabt, schwarz drauf gehabt, blau drauf gehabt. Und am besten war es dann allerdings mit dem Einsatz von Rot. Und auf halb aufgeladen von der Entfernung. Ja, wir können das gleich mal. Ja, doch, hier unten steht es auch. Knappe 40 Meter weit rausgeworfen, absinken lassen. Und dann eben mit Tempo 50 locker hier durchjiggen. Ob sich das jetzt gleich wieder ein bisschen ändert durch andere Wetterverhältnisse, das gilt es natürlich dann auch wieder rauszukriegen. Also durchaus eben auch wieder andere Farben mal mit dabei haben und nicht komplett nur eine Farbe, sondern eben auch gucken, ob nicht auch mal eine andere Farbe wirkt. Oder ihr steht hier vielleicht und testet gerade mit Rot und es passiert nichts in Richtung der Aalmutter. Und dann, ja, Farben testen heißt es natürlich, ne? Angeln heißt immer ausprobieren, testen, testen, testen und vielleicht von der Entfernung auch ein bisschen variieren oder ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Ich habe eigentlich immer in Richtung von dem großen Felsen hier in der Mitte geworfen. Also da so hin, auf halb aufgeladen hier mit dem Lurker 100 und dann eben hier schön Stück für Stück rausgezogen. Riesenvorteil natürlich, es gibt immer wieder auch Seeskorpion-Kaffeeaufträge. Die nehmen wir natürlich auch immer wieder gerne mit. Und dementsprechend ja, noch effektiver das Ganze, wenn man eben noch die passenden Kaffeeaufträge hat. Ansonsten ist es einfach relativ easy, hier sich hinzustellen. Wenn man nur Jig übrigens kann, beziehungsweise wenn man das Ganze mit den Beifängern noch nicht so weit kann, dann kann man sich hier natürlich genauso auch hinstellen. Entweder einfach nur mit dem einfachen Pilker oder mit der Meeres-Jig-Montage. Und dann mit der Meeres-Jig-Montage, da würde ich sagen, entweder, ja, wenn ihr das schon könnt, die Schaumgummis herstellen oder mit den Maggots. Auch da immer mal wieder testen. Kann ich gleich auch noch mal eben einen anbringen. Die Maggots lohnen sich da auch immer wieder. Auch da würde ich, glaube ich, nur die 3-0er-Haken verwenden. Ich glaube, das reicht komplett. Auch wenn man die Maggots größer verwenden könnte von der Hakengröße. Aber 3-0er reicht. Und dann raus damit. Gerade eben auch für die, für die Aalmutter muss man ja gar nicht so ganz groß rein. So, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Und bin nach wie vor immer wieder zufrieden vom Meeresangeln hier vom Land aus. Gerade mit diesen Aalmuttern lohnt es sich eben richtig, da einfach mal ein bisschen länger durchzuziehen. Weil die eben kohlemäßig richtig gut sind, verschleißtechnisch ist das ja fast gar nichts. Also da kann man eben richtig schön Cash mitmachen. Und ich brauche eben noch ein paar Kohlen, um hier mein letztes Setup mir zu holen für Störangeln. Und wenn ich die Kohlen dann zusammen habe, kommt dann quasi jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal ein Video zum Shoppen. Dann geht es auf die fehlenden Rollen, die ich noch brauche fürs Stör-Setup fürs große Fischangeln vom Land aus. Hier jetzt, wie gesagt, gerade nochmal die Änderung. Nehmen wir den mal hier vielleicht raus und nehmen hier dann einfach die Maggots, die eben auch immer wieder gut funktionieren. Man sieht es, glaube ich, auch am Verschleiß. Da sind ganz besonders eben auch bei den Aalmuttern die schwarzen, die braunen immer gerne beliebt. Aber dann eben auch hier die roten. Immer mal wieder gerne testen, was denn da am besten funktioniert. Zack, zack, ich baue mal eben wieder um und teste hier noch weiter und optimiere noch weiter. Wenn es dir gefallen hat und geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das hilft mir und gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und gleichzeitig auf Twitch. Bis dahin, Petri.